Hallo Leute, laute Musik und lautes Dröhnen der Maschinen und herzlich willkommen zu Amnesia. Emerson vor Pix. Und zwar sind wir gerade in so einem Dampfsystem und gleich wird der Dampf losgehen und wir müssen hier schleunigst raus. Das heißt, es geht höchstwahrscheinlich auf Zeit das Ganze. Lauf, Mendes, lauf! So schnell will ich deine Beine tragen. Hier lang? Sieht so aus, ne? Okay, runter mit uns. Au, 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 au. Au, 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 au. Ich glaube, wir rutschen ein bisschen. Keine Ahnung, wo wir hier sind. Au, au. Au, au. Hier ist eine Leiter. Hier ist eine Leiter. Komm, komm, nimm sie. Geh rein hier. Geh rein. Geh rein! Okay. This is what you dreamt it to be. I will stop you. I will save them. You are too late. It begins. My work has begun. Kill them, my piggies. Kill them all. Uh-oh. Ich hoffe, alles in Ordnung. Ich bin kurz auf die falsche Taste gekommen. Mit der Aufnahme, aber ich glaube, sie läuft noch. War kurz weg, das Spiel. Aber jetzt wieder da. Wenn das so wackelt, kann ich nicht arbeiten. Okay, ich habe jetzt hier keine andere Möglichkeit gesehen, oder? Oder habe ich wieder was übersehen in Notiz oder so? Oh, ja, 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 ja. Ist das so clever, mit einem Fahrstuhl zu fahren? Wenn das Ganze gerade so wunderbar funktioniert hier. Und werden uns da draußen die Schweinchen erwarten? Alles für ihre Rettung. Verbrennt sie, verbrennt die Reste, die Teile, die nicht verarbeitet werden, den Abfall, die Innereien eurer Welt. Sie blockieren das System und kleben die Räder auf den Tempelboden. Es ist spannend, finde ich. Definitiv. Okay. Keine Sequenz, wir können uns bewegen. Frei, wie ihr seht. Das würde nie in der Sequenz so sein. Okay, ist die ganze Zeit... Aber egal. Los, komm schon! Wehe, die Schweinchen jagen uns jetzt. Ich raste so aus. Ich raste so aus. Ich mag die Viecher nicht. Wo sind wir? Dieses Mal will ich mir nicht allzu viel Zeit lassen. Ach du Scheiße. Ah! Wir sind draußen. Oh nein! Jetzt laufen die Schweine hier rum. Überall. Oh, aber das... Uiuiuiui. Oh Gott, no, what have I done? Fuck. Was nu? Damit habe ich absolut gar nicht gerechnet, muss ich sagen. Hier komme ich nicht durch. Das habe ich nicht erwartet in dem Amnesia-Spiel, ehrlich gesagt. Gar nicht. Oh. Aber ich glaube, die interessieren sich für uns recht wenig, oder? Ist das krass. Jetzt können wir hier... Können wir hier frei rumlaufen, ist ja krass. Und irgendwie auch schockierend. Viel zu viel, nur eine Notiz. Ja, das ist gut. Das bringt erstmal Ruhe rein. Niemand vermisst die Armen. Treibe ein paar Waisen zusammen und die Welt wird dir dafür danken. Lass eine Hure verschwinden und der Applaus eines Gentlemans ist dir sicher. Bringe einen Bettler zur Strecke und eine Lady ist wieder sicher unterwegs. Ich hasse sie. Ich hasse sie mehr als alle anderen. Dieses Privileg, diese Überheblichkeit, diese sogenannten Anführer, diese Säulen der Gesellschaft, diese Reichen und Überspannten. Sie mögen ihren Schutz zwar innerlich tragen, aber trotzdem sind sie nicht weniger schmutzig. Oh, ich habe Pläne für sie alle. Wir werden sie nähren und dann werden wir uns an ihnen laben. Okay, also ist das mehr so eine Robin Hood-Aktion hier. Moment, irgendwas konnte ich hier gerade... Oder, ach nee, es war bloß der hier, glaube ich. Es klingt so, als wenn das Schwein in dem Haus wäre. Aber hier gibt es keinen Ausweg, oder? Uiuiui. Das
bleibt ja nicht viel anderes übrig, als zu gucken, oder? Einfach raus. Ist das gut? Ich habe keine Ahnung. Ehrlich gesagt überfordert mich das hier gerade ein bisschen. Kinder, nicht vergessen. Verschwiegenheit und harte Arbeit ebnen den Weg in den Himmel. Verschwiegenheit? Okay. Diese Musik macht mich jetzt auch schon wieder ein bisschen hektischer. Was? Bugs? Bugs Row? Okay. Ach, auf den Scheiß. Geht nicht. Okay. Betteln und Hausieren verboten. Okay, okay, okay. Wie wär's mit Licht? Was ist denn das hier überhaupt? Wir sind in der Stadt, plötzlich sind wir wieder in so einem Maschinenraum. Von hier kommen wir, ne? Von hier kommen wir, okay. Ja, schon komisch, schon extrem komisch. Geht's hier noch weiter? Echt krass im Moment. Vielleicht waren wir da bei diesem Haus schon gar nicht so falsch. Hier war das, ne? Geht die Tür auf? Nicht so richtig, scheinbar. Okay. Nochmal hier rein? Haben wir hier was übersehen? Können wir hier rein? Okay. Der will uns nicht reinlassen. Was zum Teufel geht hier vor sich? Vor allem, wer ist das? Das ist ja wirklich da irgendwas Übermenschliches, fast. Hat man auf jeden Fall das Gefühl. Okay. Können wir hier rein? Nein. Ich versuche mal hier ein bisschen mit Licht zu arbeiten. Okay, verzeiht mir, wenn ich hier jetzt nicht so richtig ranzoome die ganze Zeit, weil das geht einfach nicht, weil alles gerade so ein bisschen hektisch ist. Ich zoome vielleicht ein bisschen ran und hoffe, dass man es dann lesen kann. London brennt, London brennt. Oh Gott, vergib mir, was ich entfesselt habe. Hier stehe ich nun und rieche die brennende Stadt. Ich sehe Asche im Wind fliegen. Ich höre das Gebrüll der abscheulichen Biester und das Geschrei, als sie über die Stadt hereinfallen und deren Bewohner zum Abschlachten unter die Erde zehren. Jetzt beginne ich zu verstehen, was der zweite Inhaltsstoff der Verbindung X sein muss. Und ich verstehe auch, dass es nun in meiner Verantwortung liegt. Ich muss einen Weg zurück ins Herz der Maschine finden und das Werk des Saboteurs vollenden. Können wir hier hinter? Nicht so richtig, okay. Noch eine Notiz? Die habe ich gar nicht gesehen erst. 24. Oktober 1899. Wir haben einen ganzen Flügel des Herrenhauses für ihre Partys reserviert. Wir laden sie aus nah und fern ein, wir lassen sie guten Wein saufen und geben ihnen die besten Fleischstücke in ganz London. Mein Gott, Mendes, diese Koteletts sind ja fantastisch. Wer ist ihr Metzger? Füttert sie gut, denn der Wein und die Körner schaffen ein gutes Produkt, weil das Fleisch entspannt bleibt. Opium in den Champagner und in die Bratensoße. Jede Nacht einen Schweinebraten für den Herzog und die Herzogin. Eine ausgebackene und aufgeschnittene Schauspielerin. Ein Künstler in jedem Bissen. Ein Importeur feiner Teesorten, gedämpft in seinen eigenen Teeblättern. Unter dem Tisch zanken und paaren sie sich, am Kamin auf dem Teppich voller Wein und Fettspritzer, während längst verstorbene Adlige deformierte Anmut und kalten Starrens ihnen von den vergoldeten Bilderrahmen entlang der schiefen Mauern dabei zusehen. Wenn wir sie später in unsere Maschine schaufeln, werden wir alles abspritzen. Kranker Scheiß hier. Komm, geh auf die Tür. Geht auch nicht auf. Okay, wo können wir sonst noch lang? Hier ja nicht wirklich. Oder? Ist hier irgendwo was? Ich weiß auch gar nicht, wie lange wir jetzt schon aufnehmen.
ein bisschen geht, glaube ich, noch. Ein paar Minütchen. Aber ich hätte nicht gedacht, dass das so hektisch wird. Rein hier mit uns. Okay, hier wird irgendwer gerade umgebracht, glaube ich. Hört auf damit! Ich weiß, da unten können wir lang kriechen. Da aber auch. Okay. Hier ist noch eine Notiz. Mann, Mann, viel zu lesen. 23. Dezember 1899. Ich starre mich im Spiegel an, den Penis in der Hand. Mein Spiegelbild grinst mich an, sein Mund ist voller Schwefel lost. Eitler Narr, spottet er. Bist du wirklich so viel anders? Glaubst du wirklich, deine bösen Taten sind schlimmer als der Rest von ihnen? Du bist nur ein schwacher Mann, ein Produkt seines Zeitalters, derselbe wie jeder andere. Dies ist das Reich, Schwachkopf. Dies ist die tötende Dummheit, das natürliche Ergebnis des Sozialdarwinismus. Wenn du böse bist, dann ist diese Welt böse. Du lässt das Blut halt auf die Straße laufen, anstatt es im Armenhaus zu verbergen. Du hältst die Klinge und ziehst sie selbst durch. Du bezahlst keinen Handlanger dafür, dies für dich zu erledigen, wo du es nicht sehen kannst. Wenn du böse bist, dann bist du zumindest aufrichtig böse, und das alleine macht dich zum Übermensch. Und so wasche ich meine Hände und gehe ins Bett. Sozialdarwinismus zur Info ist, Darwinismus ist ja der Stärkere, der setzt sich durch und so weiter, und Sozialdarwinismus ist dann eben die stärkere Menschheitskultur setzt sich durch. So in der Art, ganz kurz. Ist wahrscheinlich immer noch nicht ganz korrekt, aber nur damit diejenigen... Ach, jetzt können wir auch sogar die ganzen Kisten hier bewegen. Ist denn hier was hinter? Nee. Okay. Ich denke mal, wir gehen diese Treppe hoch und da wird die Tür schon aufgehen. Hoffe ich. Tatsächlich. Und wir sind wieder in der Maschine. Wie auch immer, wie auch immer das alles zusammenhängt hier. Ich habe vollkommen den Überblick verloren, ehrlich gesagt. Aber das, darum geht es hier, glaube ich, auch gar nicht. Geh auf die Tür. Jetzt sind wir wieder fast in einem Haus drin. Jetzt sind wir wieder draußen. Ich glaube nicht, dass ich das so wollte. Oder wollte ich das so? Ich habe keine Ahnung. Ich bin gerade vollkommen überfordert, um auch noch die Story zu verstehen. Okay. Und ich werde so viel übersehen hier. Es ist so riesig. Oh Gott, ist das krank. Aber extrem gut gemacht. Was zum... Macht es da das, was ich denke? Ich bin mir nicht sicher. Man sieht es auch nicht gut. Doch, doch, doch. Nicht hingucken, Kinder. Nicht hingucken. Oh, guten Tag. Jagst du mich? Oh ja, es jagt mich. Es jagt mich. Ich dachte, die ignorieren mich. Fuck, eine Sackgasse. Eine Sackgasse, lass mich durch. Okay, es ist immer noch da. Es ist immer noch da. Sackgasse. Hier lang, hier lang, hier lang. Kommen wir hier hoch? Nein, kommen wir nicht. Lass mich durch. Lass mich durch. Lass mich durch. Alles wird gut. Alles wird gut. Lauf, Mendes, lauf! Ja, ich soll jetzt noch lesen oder... Wo kam der denn jetzt her? Lauf, Mendes, lauf! Schneller! Oh. Zum Fuck. Wie schnell soll ich denn da laufen? Ich hab schon. Schneller geht ja nicht. Okay, hier war das Schwein. Und hier bist du, richtig? Nein. Das ist auch weg, ja? Ich glaube, wir müssen hier lang. Ich dachte nämlich, das sah aus wie eine Rampe. Ich dachte, da könnten wir vielleicht hoch. Aber es hat nicht geklappt. Und dann waren wir wohl durch die Verletzung zu langsam. Kacke.
Oh, scheiße! Wo kommst du denn her? Lauf, 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 lauf. Wow. Wow, 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 wow. So haben wir aber nicht... Oh, das war knapp. Das war knapp. Puh. ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Part wieder und dann lesen wir den Tagebucheintrag und dann machen wir weiter hier mit diesem Chaos. Das habe ich... Es war alles so ruhig, so geordnet irgendwie in Amnesia und das hier habe ich echt nicht erwartet. Dass die Schweine gegenseitig... Dass die Schweine die ganzen Menschen anfallen. Extrem cool gemacht. Weiß nicht, super. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin und tschüss.